Hi, willkommen bei Kleine Fabrik. Heute wieder mit Monika und Sebastian. Monika von Cybex, ich von Kleine Fabrik und wir haben heute den Cybex Priam mit am Start. Ja, es ist für alle mit einem besonderen Anspruch, die etwas Besonderes haben wollen, die einen leichten, intuitiv handelbaren Kinderwagen haben wollen, der eine Vierradfederung hat und den Luxus dabei nicht vermissen wollen. Wir sehen ihn hier mit unserer Wanne und Gustav ist hier auch drin. Und Gustav kann jetzt hier prima aus dem Panoramaverdeck schauen und wir haben innen 100% Baumwolle und ein Nestchen. Mal, zack. Ihr seht, es sieht sehr, sehr luxuriös aus und ist auch super bequem für Gustav. Und es ist alles mit Reißverschlüssen gesichert, sodass ihr schnell alles zumachen könnt oder aufmachen könnt. Ihr habt hier noch eine kleine Blende. Die Wanne ist sehr groß und komfortabel und bis 9 Kilo, also durchschnittlich 6 Monate, sagen wir. Und mit Memory Buttons ausgestattet. Da klickt ihr einfach links und rechts und könnt die Wanne vom Gestell lösen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel zum Auto gehen wollt, könnt ihr natürlich auch die Adapter einmal abmachen. Ich zeige euch schnell das Faltsystem. Das drückt einfach, schaut mal, hier und hier. Und dann schiebt ihr den Schieber einfach rein und schwupps, habt ihr das Gestell schon für den Wagen parat. Und dann könnt ihr auch den Sportsitz einfach installieren. Der ist dann, schaut mal hier, ihr seht, das geht super schnell mit dem Sportsitz. Da gibt es einiges zu nennen. Wir haben hier ein Handgurtsystem. Viele quälen sich damit, ihr Kind immer wieder in das Gurtsystem reinzusetzen und wieder neu zu fummeln. Hier haben wir ein ganz einfaches System. Ihr kennt das aus der Autositzschale. Hier könnt ihr einfach reindrücken, rausschieben, Kind reinsetzen. Das könnt ihr einfach aufmachen auf beiden Seiten. Es ist also super easy. Was ist noch ein großer Unterschied? Wir haben hier eine ganz flache Liegeposition und die ganz Aufmerksamen unter euch haben auch schon etwas bemerkt, nämlich die ganze Sitzeinheit bewegt sich. Nicht nur die Rückenlehne geht rauf und runter, sondern der ganze Sitz bewegt sich. So ist der Schwerpunkt immer in der Mitte. Dann habt ihr im Restaurant einfach, könnt ihr euch sparen, einen Hochstuhl zu suchen, weil der Tisch Höhe hat. Da könnt ihr einfach ranfahren und eurem Kind guten Appetit wünschen. Und auch hier wird es den einen oder anderen geben, der sagt, oh, aber die Flecken, kein Problem. Ab in die Waschmaschine mit dem Stoff, das Kind in die Badewanne und schwupps, ist alles wieder sauber. Dann habt ihr hier ein Sonnenverdeck, was noch erweiterbar ist, mit einem Reißverschluss und auch noch einer Belüftung. Wenn ihr jetzt aber im Gebirge lebt oder hohe Ansprüche an bergauf, bergab, unwegsames Gelände habt, haben wir auch eine gute Antwort, nämlich den E-Priam. Sebastian holt ihn mal. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, dass der E-Priam euch unterstützt, nämlich auf unwegsamem Gelände. Die Sensorik ist hier im Griff. Je nachdem, wie sehr ich mich anstrenge, merkt das der E-Priam und unterstützt mich. Wenn ich bergab gehe mit Gewicht, dann bremst er eben gleichzeitig ab, sodass ich es nicht so schwer habe, da hinterher zu hechten. Motor ist hier neben dem Rad jeweils und die Batterie befindet sich hier in der Achse. Es gibt zwei Becherhalter. Oder wo? Okay, pass auf. Also dafür haben wir einen 2-in-1-Becherhalter und einen Becherhalter.
Den 2-in-1-Becherhalter hast du eben für Kaffee und Telefon, also Smartphone in dem Fall. Und den anderen Becherhalter hast du eben nochmal für ein Getränk. Also du kannst da ziemlich variabel sein. Kommt in die Gotenstraße oder in die Kastanienallee hier bei der kleinen Fabrik und ihr werdet begeistert sein. Und wenn ihr im Anschluss noch Fragen habt, stellt sie ein. Wir beantworten sie gerne. Richtig, Sebastian?